Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir sind immer noch im Vault und versuchen den Mordfall zu lösen. Dam, dam, dam. Was war das für ein Licht gerade? Ach, scheiß drauf. Mensch, jo. Ja. Wie wir rausgefunden haben, hat er versucht, den Typen, der Typ hat wahrscheinlich Gelder unterschlagen. Der Arsch, ich sag's euch. Ich schütze und diene. Hast du's getan, hm? Er hatte etwas Besseres verdient. Hältst du mich für dumm? Ich hab gemerkt, wie er dich angesehen hat. Willst du etwas sagen, da war nichts? So war das nicht. Wir waren nur Freunde. Er hat mir nur ein, zweimal bei Problemen. Ich habe einen Brief an Ezra. Diverses. Brief. Da. Ezra, ich habe schon so lange dieses Gefühl, diese Gefühle für dich. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Du musst doch wissen, was ich für dich empfinde. Trotzdem weißt du meine Zuneigung zurück. Ich dachte, meine Gefühle würden über die Jahre vielleicht nachlassen, aber ich fühle mich mehr denn je zu dir hingezogen. Bitte geh in dich und finde heraus, ob du wirklich nicht dasselbe für mich empfindest. Wie ich für dich. Ich kann doch nicht wie ein Trottel zusehen, während er sich an mein Bestes. Aber jetzt haben wir die Polizei am Hals. Was machen wir jetzt? Komm mit mir. Lassen wir diese finstere Stadt hinter uns. Wir könnten morgen schon in Buenos Aires sein. Oh. Wie geht ihr einfach reden, obwohl ich da bin? Flirten. Du bist auch nicht so übel. Du hättest mich vor all dem sehen müssen. Auf meine roten Haare war jedes Mädchen neidisch und meine Beine endlos lang, Schätzchen. Du willst doch sicher lieber ein paar meiner Filmgeschichten hören, statt über diesen fiesen Mord zu reden. Komm, flirten wir nochmal. Ich muss sagen, du bist eine wirklich gute Schauspielerin. Was soll ich sagen? Es fällt mir einfach leicht. Willst du ein paar meiner Geschichten hören? Komm, noch mehr. Hast du mal fürs Radio gearbeitet? Deine Stimme klingt bezaubernd. Tja, Schätzchen, wenn du es richtig anstellst, flüstere ich dir vielleicht ein paar süße Worte ins Ohr. Du bist doch sicher hier, um meine schlüpfrigen Filmgeschichten zu hören, oder? Oh ja. Ich habe Mädchen aus Fleisch und Blut getroffen. Die waren nicht mal annähernd so eine Frau wie du. Weiter so, Tiger. Dann finden wir raus, ob du Manns genug für mich bist. Du bist doch sicher hier, um meine schlüpfrigen Filmgeschichten zu hören, oder? Auf Date gehen. Schnappen wir uns eine Flasche Wein und genießen den Sonnenuntergang. Hm, klingt gut. Jetzt gehe ich mit der Roboter-Tante in Date oder was? Aber es ist doch raffiniert. Vielleicht wird der eifersüchtig über mich töten dann. Ohne Scheiß. Was hat er mit dem Roboter hier angestellt? Von meiner Karriere hören? Oder doch lieber was anderes? Ein paar Fragen beantworten. Ich hätte da ein paar Fragen. Sicher, Schätzchen. Was gibt es? Juliana und Ezra hatten Streit. Anscheinend hatte Juliana einige Tage vor Ezras Tod einen Streit mit ihm. Hast du vielleicht gehört, worum es ging? Aber hallo. Seit Theresa Dubois ihren Kostümdesigner gefeuert hat, habe ich keine Frau so an die Decke gehen sehen. Aber zurück zu deiner Frage. Das war extrem. Sie war wohl im Aufseherbüro und hat dort ein totales Durcheinander vorgefunden. Aber, und hier wird es interessant. Es klang, als hätte sie etwas gefunden, das sie wütend machte. Ich konnte aber nicht hören, was. Brauchst du sonst noch was? Habe Baseballschläger gefunden. Ich habe Keys Baseballschläger am Tatort gefunden.
Weißt du, wie er da hingekommen ist? Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keith Ezra umgebracht hat. Brauchst du sonst noch was? Affäre mit Santiago? Ich glaube, dass du eine Affäre mit Santiago hattest. Pass auf, ich liebe Keith. Aber manchmal kann er mir nicht das geben, was ich brauche. Als Frau ist man hier sehr einsam. Das war nur für ein paar Dutzend Jahre. Der Mann ist selbst für mich etwas zu viel. Brauchst du sonst noch was? Brief an Ezra gefunden. Ich habe einen Liebesbrief an Ezra in deinem Zimmer gefunden. Weißt du da was drüber? Okay. Ich dachte, er wäre endlich über ihn hinweg. Brauchst du sonst noch was? Kate und Ezra? Du musst die Wahrheit über Keith und Ezra sagen. Ich weiß das mit Keith und Ezra schon lange. Wir sind beide Filmstars. Da gehört das einfach zum Leben dazu. Wieso sollte ich deshalb wütend sein? Brauchst du sonst noch was? Gedanken zum Fall? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Schon seltsam, wie sehr Santiago von dem Mord besessen ist, obwohl er schon immer ein bisschen zwanghaft war. Er hat eine ganze Serie von mir gemalt, hunderte Bilder, meinte, ich wäre seine Muse. War schon schmeichelhaft, aber auch ein bisschen drüber. Brauchst du sonst noch was? Gespräch mit Keith. Worüber hast du mit Keith gesprochen, als ich reinkam? Oh, das... Wir haben geprobt. Wir müssen am Ball bleiben, wenn wir Hollywood wieder aufbauen wollen. Aber Keith wird immer nervös, wenn er aufgebracht ist. Brauchst du sonst noch was? Erzähl mir von dir. Mein Lieblingsthema, um es kurz zu machen, Schätzchen. Ich bin die beste Schauspielerin der Welt. Wenn diese internationale Auseinandersetzung beendet ist, kehre ich ins Filmgeschäft zurück und führe die Welt in ein goldenes Zeitalter für das Kino. Brauchst du sonst noch was? Nee, vielleicht später. Ich bin hier und leide ob deiner fehlenden Beachtung. Hey, bist du eifersüchtig? Hallo, wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Hab deinen Baseballschläger gefunden. Ich habe deinen Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er dorthin gekommen ist? Jemand versucht, mir den Mord in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich Santiago. Du hast ihn ja am Tatort rumschleichen sehen. Brief an Ezra gefunden. Ich habe einen Liebesbrief an Ezra in deinem Zimmer gefunden. Weißt du da was drüber? Ich hätte ihn nie schreiben sollen. Aber ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Du und Ezra? Erzähl mir von dir und Ezra. Oh Gott, ich weiß es nicht. Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, wirkte er so geheimnisvoll und interessant. Es schien, als sei er überall gewesen und habe schon alles gemacht. Ich habe Gilda überredet, in das Hotel zu investieren, damit ich in seiner Nähe sein konnte. Aber er schien nie zu merken, was ich für ihn empfand. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, waren jagen, haben zusammen getrunken und über seine Pläne für das Hotel gesprochen. Er muss es gewusst haben, aber er hat nie etwas gesagt. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, 200 Jahre jemanden nur zu begehren? Gespräch mit Gilda. Worüber hast du mit Gilda gesprochen, als ich reinkam? Hm? Oh, wir haben nur eine Szene geprobt. Keine Sorge. Erzähl mir von dir. Das hatten wir doch schon. Es gibt kein Motiv. Alibi? Nenn mir doch einen Grund, warum du es nicht sein kannst. Ich würde Ezra nie etwas antun. Ich habe ihn geliebt. Gedanken zum Fall? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz klar, Santiago. Er sieht sich immer wieder den Tatort an. Okay. Vielleicht später. Okay. Sag mir, wie ich helfen kann. Was haben wir hier? Schaukasten-Experte. Geile Waffen oder was? Ein geiler Helm. Kann ich das Zeug da rausnehmen? Gucken wir doch mal. Cool. Aufbrechen kenne ich ja. Aber das ist viel leiser. Thank you.
Hier Schlüssel. Nett. Zum Aufseherraum. Achso, da war ich schon. Exit Zone. Nö, da will ich nicht hin. Ezra hat Geld veruntreut. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass Ezra Geld von dir und den anderen Investoren veruntreut hat. Tja, ich glaube nicht, dass Mr. Parker sowas tun würde. Da bin ich mir sicher. Egal. Egal. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Wo ist denn dein hässlicher Mann? Jetzt rede ich mal mit dem Maler nochmal. Ah, der Kunstliebhaber. Hier, um mein neuestes Werk zu sehen. Rückkehr an den Tatort. Ich glaube, du solltest erläutern, warum du immer wieder an den Tatort zurückkehrst. Zur Inspiration. Den anderen gefällt der Gedanke nicht. Doch selbst wir sterben irgendwann. Wie Prometheus Fackel entfacht es in mir das Feuer, um in der Zeit, die ich habe, möglichst viel Kunst zu schaffen. Okay. Egal. Untersuche Santiago. Was soll ich hier untersuchen, bitte? Gedanken zum Mord? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Du solltest dir Juliana Riggs anschauen. Diese Banausen kann Kunst nicht mal von ihren eigenen Exkrementen unterscheiden. Sie und Ezra hatten vor kurzem einen recht heftigen Streit. Man konnte ihre schrillen Schreie durchs ganze Hotel hören. Vielleicht später. Gut, ich hoffe, meine Gemälde können deinen Geist für neue Möglichkeiten öffnen. Wo sind seine Gemälde nochmal? Ja, wohl hier war es doch, das da. Soll ich sie einfach mal beschuldigen? Ja, oder? Komm, machen wir einfach mal. Hallo, hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Des Mordes beschuldigen. Ich glaube, du bist die wahre Mörderin. Das ist albern. Warum sollte ich Mr. Parker umbringen wollen? Alibi? Nenn mir doch einen Grund, warum du es nicht sein kannst. Ich bin ständig krank. Ich habe gar nicht die Kraft, um sowas zu machen. Ezra hat unterschlagen. Ezra hat dein Geld unterschlagen. Daher hast du ihn getötet und es Keith in die Schuhe geschoben. Du warst nah dran. Schade. Ich dachte, die List hätte noch ein bisschen weitergehen können. Tja, irgendwann muss es wohl enden. Das muss nicht zu noch mehr Gewalt führen, Detective. Geh einfach. Ich verschwinde und du sagst, ich wäre geflohen. Wieso sie töten? Warum hast du Juliana getötet? Ich hatte es nicht vor, aber Juliana war hinter meinen Plan gekommen und musste schnell erledigt werden. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen Geld rausschlagen, bevor ich fliehe. Wie schaut's aus, Detective? Willst du mit mir reich werden? Oder beim Verteidigen überkommener Ideale sterben? Keine Chance. Keine Chance. Deine Mordserie endet hier. Dann bringen wir es zu Ende. Waffe.
Irgendwas Nützliches? Ich verstehe. Der hat die gekillt und sich als sie ausgegeben. Raffiniert. Ich würde jetzt gerne wissen, wo der Mann ist, aber egal. Ich habe den Killer gefunden. Es war Ezra. Er tötete Juliana und nahm ihren Platz ein, um die Spuren zu verwischen. Ich hätte nie gedacht, dass Mr. Parker zu so etwas fähig wäre. Was ist geschehen, als Sie ihn zur Rede gestellt haben? Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Er hat es verdient. Sie haben das Richtige getan. Hier, bitte. Ihre Bezahlung und ein Bonus für die Entdeckung solch eines hinterhältigen Plans. Ich glaube, ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Habt ihr noch was für mich? Nö, irgendwie nicht. Dann gehe ich mal, oder? Gehe ich mal hier hin und dann. Radfirmen wie Vault-Tec und der Untergang der Menschheit sind ganz verschwendete Intelligenz. Das ist für die armen Leute. Gedacht haben. Da stecken wir die armen Penner rein. Ja, die Normalarbeitenden meine ich. Das funktioniert das? Nö. Aber das soll jetzt ein Parkplatz sein. Das ist doch ein Parkplatz, oder? Für dicke Autos. Also eine Garage halt. So ein Ding hätte ich auch gern, ja. Okay, dann verschwinden wir mal von hier. Das Hotel ist auch erledigt. Check. Boah, mach sowas nicht immer. Ich hätte voll ins Auge gehen können. Also in dein Auge. Da rausspringen. Jawohl. So, ich mit denen als Begleiter. Der freut sich sicher, wenn ich den hole. Weil der Paladin Dance, der ist ja voll. Ich habe schon die Belohnung. Jetzt kann ich Ghule und Supermutanten und Synths schneller töten. Zwar mögen mich die Synths, aber kann sich ja noch ändern. Das ist der super scharfe
Automat. Grafisch sehr aufwendig. Oh, ich habe gleich eine 83. Kann ich skillen. Jetzt geht mein Anglerkumpel mit mir. Ich meine mein Jägerkumpel. Deine Schrotflinte. Bam! Volt 88 hat Schaden genommen. Scheiße. Bist du da? Ah, oh, nö. Der ist cool, der singt. Ja, Mann, auf geht's. Ganz genau, auf geht's. Dann nach dir. Paladin Dance, wohin kann ich den schicken? Sanctuary Hills, ja. Du bist nicht mehr mit der Stelle an Bruderschaft verfeindet, okay. Cool, ich kann hier Sachen bauen. Steigen wir aus, jawohl. Wissenschaft brauche ich dazu. Ja. Wissenschaft muss ich skillen. Okay, was habe ich für eine Mission? Von der Stadt aus nach Süden reisen? Ja, oder? Aufgepasst. Was ist denn? Reden. Hi. Wie sieht der Plan aus? Na, vergiss das war alles. Es. Gut. Uns geht der Whisky aus. Wir sollten uns bald neu. Dann machen wir das da. Einfach geradeaus. Das ist doch der Ding, oder? Der Sint. Der Sint, der abgehauen ist. Was ist das für ein Loch-Ness-Monster hier? Aber so kleine Wale und so ein riesen Skelett von... Keine Ahnung was, aber ich hätte das gern lebendig gesehen. Da ist noch eins, schauen wir uns das an. Bin ich richtig? Ja. Bin wieder direkt vor der Stadt, jawohl. Gehstock, jawohl. Ich hab Level Up, 2 Skillpunkte sogar. Wissenschaft, Apotheker, Robotik-Experte, wo ist Wissenschaft?
Waffenfreak, Rüstungsmeister. Aquaboy. Da ist Wissenschaft, jawohl. Eins und nochmal eins. Howard hat es wohl nicht geschafft. Ich muss die Nebelkondensatoren selbst reparieren. Tja, schade für dich, Howard. Muss aber den Weg entlang, oder? Moment, hier ist doch noch der verschwundene Synth. Wo ist der? Der ist auch da gleich auf dem Weg, passt. Dann mach ich den gleich mit. Ted Yark Place, hi! Der Synth ist irgendwo hier, oder? Ne? Genau neben mir ist doch irgendwas. Genau hier müsste irgendwo was sein. Ich kehre zu Captain Avery zurück. Gleich, erst holen wir den Kollegen hier. Ich höre Schüsse schon wieder. Ich mag es nicht, wenn ich Schüsse höre. Blutspur. Hier ist eine Blutspur. Wie geht's, wie steht's? Yark, der Player. Bin ich blind oder blöd? Ah, da. Ich werde dich retten, wenn du noch lebst. Fallensteller? Frischfleisch aus dem Nebel? Mir egal, ob Meyerlurk oder Mann. Ich suche keinen Ärger. Ich suche keinen Ärger. Ich muss nur jemanden finden. Einen jungen Mann mit weißem Haar. Hilf mir, dann verschwinde ich. Ja, wir haben ihn gefunden. Eine der Nebelkreaturen hat ihn angegriffen. Er verblutete. Warum das Fleisch wegwerfen? Hier, bitte. Ist noch übrig. Jetzt geh und komm nicht wieder. Die haben jetzt gegessen, oder was? Der Boss ist gnädig. Aber nächstes Mal jagen wir dich. Nächstes Mal, naja, lieber nicht. Boah, was ist das für ein geiler Schädel? Schnauze, ihr Penner. Solche Gammler haben den einfach gegessen. Haben mir noch ein Stück von ihm abgegeben.
Nun ja. Dann geben wir noch die Mission hier ab. Diese Nebelkondensatoren müssen so schnell wie möglich wieder laufen. Die laufen wieder, Oma. Hallo? Die Nebelkondensatoren funktionieren wieder. Gut. Unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige. Keine Ahnung, wie lange wir durchgehalten hätten. Hast du Howard gefunden? Der Mann ist ein Held. Er starb, als er die Kondensatoren reparieren wollte. Der Mann ist ein Held. Ja, das ist er. Ich sorge dafür, dass er so in Erinnerung bleibt. Wie gesagt, Bezahlung gibt's auch. 200 Kronkorken sollten reichen. Danke. Danke. Schön, dass ich helfen konnte. Dann sind wir ja schon zwei. Hier, deine Bezahlung. Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen, also verabschiede ich mich. So, da haben wir die Mission erledigt. Dann würde ich sagen, ich beende hier mal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Ciao.